ganz Wichtiges da machen und dir helfen. Das ist hier, genau, das ist ganz locker. Ja, ich glaube, wir sind schon live. Sind wir live? Ja, wir sind live. Schönen Nachmittag im Namen des Look-Magazins. Mein Name ist Uschi Fellner. Wir kennen einander schon sehr gut, von vielen Livestreams unter anderem. Wir machen heute etwas sehr, sehr Spannendes. Vor allem für mich ist das sehr spannend. Wir machen Gemüse haltbar mit Essig. Das heißt, wir kümmern uns heute hier um die, ums Einlegen von Lebensmitteln. Ich bin hier neben der Margit Stolz-Lechner. Das ist eine Pionierin, sage ich jetzt einmal, eine Pionierin des guten Geschmacks, kann man eigentlich sagen. Die Margit und ihr Mann haben vor rund 20 Jahren, du wirst uns das dann genauer erzählen, das erste vegetarische Lokal in Wien eröffnet. Zu einer Zeit, wo wir alle und ihr wahrscheinlich auch noch Fleisch gegessen habt oder wo halt Fleisch das Nonplusultra war, und die Margit hat damals schon einen Meilenstein gesetzt. Und heute senden wir hier live aus der Hollerei für euch bei diesem Livestream. Danke Margit, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir deine Gäste sein dürfen. In Zusammenarbeit mit Mautner Markov Essig, ganz wichtig beim Einlegen, haben wir dieses tolle Kisterl hier für unsere User auch erstellt. Und diejenigen unter euch, die das bestellt haben und bekommen haben, die wissen ja, was drinnen ist. Nämlich knackig frisches Gemüse, zur Verfügung gestellt von LGV, dem Landesgärtnerverband, also regionales, österreichisches, heimisches, tolles Gemüse. Ganz, ganz wichtig, dass wir heimische Produkte verwenden, besonders in Zeiten wie diesen. Dann gibt es natürlich den tollen Essig in verschiedensten Ausführungen von Mautner Markov. Und dann haben wir ein Rexglas in unserem Kisterl gehabt. Wie man das jetzt genau verwendet, das wird uns die Margit zeigen. So, und jetzt übergebe ich an dich das Wort, weil ich bin eigentlich gar nicht kompetent, wenn es um Einkochen und Einlegen geht, aber du bist das. Und ich höre dir jetzt mit großen Ohren zu. Liebe Uschi, vielen Dank für die Einladung. Gerne mache ich das heute mit euch. Ja, Uschi hat schon ein bisschen erzählt, wir werden heute eine traditionelle Form des Marinierens und des Einkochens wahrnehmen, und zwar Gemüse einlegen. Wir haben da schon eine super Kiste hier mit frischen Paradeisern, Jungzwiebeln haben wir da, wir haben sogar ganz tolle Ochsenherzparadeiser da, also diese ein wunderschönes Stück, ein wunderschönes Exemplar. Dann haben wir da frische, knackige Paprika in allen Varianten. Zucchini ist jetzt da, Radieschen haben wir hier und da haben wir noch so Mini-Gurken. Ja, jetzt in der Zeit, wir hatten alle 2 Monate Zeit, um uns selber mit Gemüseanpflanzen und Gemüseanbau zu beschäftigen. Und jetzt müssen wir wissen, wohin mit dem ganzen Zeug, weil das wird jetzt schon langsam reif. Und es sind jetzt wieder verschiedene Varianten interessant geworden für die Leute. Wie kann ich mit Gemüse umgehen? Wie kann ich es haltbar machen? Was kann ich tun, um jetzt mit meinen Ergebnissen, die ich da vom Balkon oder von der Terrasse oder aus dem Garten kriege, wie kann ich mit den Mengen jetzt umgehen und sie auch ein bisschen dieses Gemüse in den Winter retten? Es ist ja eine kalorienarme Zubereitungsart. Es ist mit frischem Gemüse zu arbeiten, also man sieht, was man hineingibt, es sind wenig Produkte nur notwendig und ich habe sofort einen Effekt und es ist auch eine längere Haltbarkeit gegeben. Ja, ja, dann fangen wir an. Dann fangen wir mal an. Genau, wir fangen mal mit den Tomaten an. Wir fangen mal mit den Tomaten an. Also ich habe dort diese schönen Ochsenherzparadeisern, dann habe ich hier ein paar Rexgläser, die braucht man. Zu den Rexgläsern ist zu sagen, die müssen wirklich super sauber sein. Also in den Geschirrspüler hinein. Und dann, weil oft das Problem ist, es fängt dann zum Schimmeln an und man weiß nicht warum. Man hat es im Geschirrspüler drinnen gehabt und es schimmelt. Mein Tipp ist immer, einfach ein bisschen mit Alkohol ausschwemmen. Entweder irgendeinem Schnaps, den man irgendwo hat. Das muss jetzt nichts Dramatisches sein. Aber mit dem kriege ich diese letzten, sag ich, Bakterien von irgendwas weg. Ja? Also selbst wenn sie auch neu sind, die Gläser, kann das passieren. Und beim Einlegen ist wirklich so, das muss luftdicht sein. Sonst fängt es sofort in ein paar Wochen zum Schimmeln an und dann war es das. Und damit es auch nicht zum Schimmeln anfängt, ist eben der Essig essentiell. Und da haben wir ganz tolle Essige da von Mautner Markov. Da habe ich ein Apfelessig Barrique,
Und zum Einkochen oder Einlegen jetzt in dem Sinn nehme ich einen milden Essig. Das wäre jetzt der zum Beispiel mit Limette und Zitrone, weil da brauche ich was Leichtes. Den Balsamico nehme ich später eher zum Marinieren, aber jetzt zum Einkochen nehme ich einen leichten Essig. Mhm. Und dann, um diese ganzen, diesen Prozess auch zu fördern, brauche ich ein bisschen braunen Zucker, Salz, Ja, also Olivenöl, das nehme ich mir auch noch. Da habe ich jetzt so einen Rohrzucker und ein grobes Salz. Bitte grobes Salz nehmen, jetzt nicht unbedingt das Feine, sondern das grobe Salz, weil das ist energetisch einfach viel besser. Und dann kann ich jetzt noch ins Glas reingeben, ein paar Pfefferkörner, wenn ich habe. Ich kann reingeben ein paar Lorbeerblätter, ich kann einen rosa Pfeffer reingeben für die Optik, also ganz, ganz dünn und geschnitten. Und zuerst muss ich jetzt einmal diesen Sud vorbereiten. Ja. Ist ganz simpel, also wir brauchen da nicht einmal ein Maßstab, nichts brauchen wir, wir brauchen da keine Becher zum Abmessen, es ist einfach ein bisschen so Daumen mal Pi. Ich bin überhaupt ein Fan von dem ganzen Daumen mal Pi, nicht immer alles auf Decker und Kram. Aber wenn man das jetzt noch nie gemacht hat, ja, nur damit man sich orientieren kann, ja, ungefähr. Also ich habe ungefähr, ich nehme so Becher, ich habe so ein Viertel Liter Essig und einen halben Liter Wasser. Okay. Und das muss ich halt dann adaptieren, wenn ich jetzt 20 Gläser einrechse, brauche ich natürlich dann mehr. Ja. Aber das ist einmal so das Basisrezept unter Anführungszeichen. Und das Wichtige ist eben der Essig und das Wasser. Und das wird jetzt einfach einmal aufgekocht. Und welcher Essig, also ob das jetzt, wie gesagt, ein Apfelessig oder ein, das ist egal? Oder? Im Prinzip ist es egal. Ich nehme jetzt eher einen helleren von der Farbe her, damit das Gemüse auch besser zur Geltung kommt. Und ich nehme dann diesen dunklen Essig, diesen Barrique, den kräftigen, den nehme ich eher zum Marinieren. Ich sage gerne parfümieren, weil ich finde das so schön, weil du brauchst immer nur ganz ein bisschen so unterstützend für die Speise. Ich finde das einfach netter, so anstatt dass ich Essig drüber leere, parfümiere ich das Ganze. Das kannst du parfümieren, das Gemüse. Das kannst du Eindruck schicken. Heute wird Gemüse parfümiert. Ja, haben uns einmal alles hergerichtet. Ja. Wir haben jetzt einen Topf, den habe ich jetzt eingeheizt schon. Da kommt jetzt rein mein Essig. Ja. Da nehme ich jetzt den, also wir haben schon ein bisschen was genommen. Also ich habe jetzt da so ungefähr ein Viertel Liter Essig rein. Dann habe ich da einen halben Liter Wasser drin. Und ich schmeiße jetzt einfach so ein Lorbeerblatt rein, so einfach für die Optik und ein bisschen für den Geschmack. Und würzen tue ich es dann erst im Glas drinnen. Das Ganze. Wozu ist das jetzt? Das ist dieser Sud, mit dem ich dann das Gemüse das bedecke, damit es mir nicht kaputt wird. Okay. Und dieser Sud macht mir dann das Gemüse weich im Laufe der Zeit. Also, was weiß ich, zum Beispiel, ich lasse eine Woche stehen, dann ist das ganz leicht. Also, das heißt jetzt für die ganz Anfänger des Einlegens. Nicht nur den reinen Essig, sondern den Essig unbedingt verdünnen. Unbedingt verdünnen, ja. Also man kann ganz einen normalen Tafelessig nehmen oder in dem Fall mit Limette und Zitrone und mit Wasser verdünnen. Dann kommt ein bisschen dazu das Salz. So, nicht zu viel, man braucht nicht so viel Salz. Also das Gemüse lebt eh extrem vom Eingeschmack. Und auch ein bisschen Zucker, von diesem Rohrzucker, damit das quasi, das ist dieser Sud, hängt dann diese Bildung von diesen sozusagen Schimmel, damit das Gemüse nicht schlecht wird. Und also das ist sozusagen noch einmal Rohrzucker, Essig, Wasser und Salz. Und mehr Salz. Mehr ich weiß nicht. Okay. Mehr Salz, ganz mehr wichtig. Salz. Ja, also genau. So grobes Salz. Ja, mehr Salz. Ja, manche nehmen dann natürlich irgendwas für die Farbe noch dazu, irgendeinen Tomatensaft. Also das sind dann Spielereien oder die geben einen Rosmarin rein, wenn ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel Kürbis oder man kann dann, also Pfefferonis kann man dann da dazu reinigen. Also das sind dann so Spielereien, die kannst du dann machen, wie du willst. Für unsere User bitte, ihr könnt Fragen stellen. Ja, wir bekommen die Fragen hier gleich live aufs Handy von euch und die Margit wird die natürlich sofort beantworten. Also wie immer bitte Fragen stellen, wir stehen zur Verfügung. Gut. Also das köchelt vor sich hin. Ich habe da jetzt ausnahmsweise schon was vorbereitet, weil es muss abkühlen. Weil wenn ich das jetzt vom heißen Topf ins Glas leere, springt man das. Ja. Ja, auch wenn es ein dickes Glas ist, ein Rexglas, es springt man dann. Und ich lasse es einfach ein bisschen abkühlen. Ja. Und eine Frage habe ich hier gerade gesehen, ob es auch Essigsorten gibt, die man nicht verwenden soll fürs Einlegen.
Also eher so, eben so Balsamico Glacé oder eben so dicken, dunklen Balsamico. Also es geht ja schon so cremig. Aber kein cremiger. Ja, also du kannst dann Hesperidenessig nehmen, du kannst, okay, was du halt bei der Hand hast. Okay. Aber eher nicht so dunkle, so kräftige oder ein Barrique-Fass gelagerte Essig. Ja. Die sind sehr intensiv. Die kann ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich will jetzt Rotweinzwiebeln machen. Unsere Carina ist zufrieden. Jawohl. Man kann natürlich auch, also ich lege das Gemüse jetzt roh ein, weil durch diesen Effekt mit dem Sudwasser und der Zeit wird das Gemüse dann weich. Man kann aber natürlich, wenn man sagt, ich habe jetzt nicht zu viel Zeit, ich habe nicht zu viel Lust, kann man, oder wenn ich sage, ich habe so ein Gemüse, ein hartes, wie zum Beispiel der Kürbis dann, kann man den auch vorschneiden und vorköcheln ein bisschen. Wir nennen das im Jargon blanchieren. Und dann geht das Ganze schneller. Ja. Aber wir haben uns jetzt fokussiert auf die frischen Zutaten. Carina fragt auch, auf wie viel Grad muss diese Flüssigkeit dann abkühlen, bevor du es in die Gläser... Ja. Also es muss einmal aufkochen, das hat ungefähr 90-100 Grad, dann lasse ich es abkühlen und es muss ungefähr so 35-40 Grad. Also, das ist, also es muss jetzt nicht kalt sein, aber eben so, dass ich es mit der Hand angreifen kann, weil ich stopfe dann das Gemüse rein, dass ich mich nicht verbrenne und dass das Glas nicht sprengt. Na gut, dann schreiten wir zur Tat. Möchtest du irgendwas machen? Oder? Ja, ich kann was machen. Ich kann was machen. Das Gemüse wir einlegen sollen. Ja, ich das braucht man nicht, weil ich mache Paprikern oder mit den Tomaten, wenn du sie da schon so schön ausgelegt hast, dann fangen wir doch gleich mit diesen tollen Tomaten an. Ja, also die kann man natürlich schneiden, wie man mag. Kann ich dir helfen? Du kannst schneiden, wie du magst. Mache ich gerne. Ja, schneiden wie du magst. Ja, gibt es doch sicher auch einen Einlegeschnitt, sage ich einmal. Oder was ist denn der typische? Ich richte mich da nach dem Glas, also ich schneide es ein bisschen kleiner. Du kannst, wenn du sagst, du hast ein großes Glas, du kannst auch, wenn du Eindruck schinden willst, kannst du es nur so einritzen zum Beispiel. Ja? Und dann als ein Ganzes. Ja, dann hast du ein nettes Giveaway, wenn du irgendwo zu einer Party, zu einer grünen Party eingeladen bist, die jetzt alle hoffentlich vor der Tür stehen. Das ist wirklich nett. So, ich mache es anders. Ich mache Mixed Pickles, so heißt das ja in England, das eingelegte Gemüse. Und das ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was wir jetzt machen. Also das ist der Mixed Pickles Schnitt. Ich gebe ein bisschen Knoblauch dazu, Knoblauch ist gut. Dann kann man das natürlich ein bisschen scharf machen, das passt auch dazu. Einfach so die Chilischote reingeben, man kann es im Ganzen reingeben. Wenn man sagt, es ist zu scharf, dann schneide ich mir halt ein bisschen Chilischote runter, kratze mir die Kerne raus und gebe das dann rein. So. Ich glaube, das reicht. Das reicht dann für die erste Partie. So. Muss das nicht voll? Ich muss insofern voll sein, dass ich das mit Wasser flüssig kann. Das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt bedeckt. Ja, also man sieht eh noch, es dampft ein bisschen. Ja, aber es ist nicht mehr heiß, sodass es keine Gefahr ist, auch fürs Glas. Genau. Ich meine, die halten zwar Hitze aus, aber es ist auch dann mit dem Finger angenehmer, wenn man das so oben hinschreibt. Jetzt wird es spannend. Jetzt kann man noch, wenn man sagt, ein bisschen würzen, noch Pfefferkörner reinnehmen für den Geschmack. Und jetzt setzen wir eigentlich dann nur mehr auf den Faktor Zeit. Das heißt, das ist schon das Erste. Muss man es ein bisschen ausprobieren. Genau. Und da ist dann noch wichtig, man kann dann da auch, damit ja nichts passiert, kann man da noch mit ein bisschen Alkohol drüber gehen, damit das nicht schimmelt und dass das quasi wirklich desinfiziert ist. Also man muss jetzt kein Handschuh. Jetzt kommt der Gummiring drauf. Jetzt kommt der Gummiring drauf. Und dann der Deckel. Ja. Also so habe ich das. Dann kommt der Deckel drauf. Man kann auch Gläser mit dem Schraubverschluss nehmen, wie man möchte. Dann kommt so der Deckel drauf und dann kommen die Klemmen drauf. Was ist denn so die Einmach-Spezialisten-Glas-Variante? Mit Deckel oder machst du das lieber so mit diesen Klammern? Ich mache es so lieber mit den Klammern. Der Nachteil ist, meistens ist, wenn es dann so weit ist und man möchte wieder einrechsen, sind die Klammern weg. Oder die sind irgendwo im Geschirrspüler verschwunden, das ist immer so ein Thema. Aber das ist natürlich super, weil ich kann diesen Gummiring natürlich dann auch wirklich auskochen. Ja. Und der hält dann so ein, zwei Jahre und dann muss man halt wegschmeißen, weil dann wird er irgendwann morsch und mürbe. Okay, und bei den anderen Gläsern geht das nicht. Bei den anderen hast du Schraubverschluss, hast du einen Schraubverschluss am normalen.
Also ist zwar vielleicht praktisch, aber nicht so nachhaltig wie diese Variante. Wir sind ja heute besonders nachhaltig. Es geht ja auch um Nachhaltigkeit, wenn wir bei der Ernährung machen. Das kann niemand so gut wie du beobachten. In 20 Jahren hat sich da, glaube ich, sehr viel geändert, was das Bewusstsein betrifft. Also wie wir angefangen haben vor 20 Jahren, war natürlich, wir waren vegetarisch in meinem Sucht. Also wir hatten natürlich auch Situationen, wo die Leute wirklich aufgestanden sind und gesagt haben, okay, so schnitzt sich die wieder rein. Das war so. Und das hat sich natürlich die letzten 10 Jahre extrem geändert. Also vor allem die ganzen Skandale haben uns enorm geholfen. Wir haben jetzt wieder, also man hört immer wieder laufen, wenn wieder irgendwas wieder passiert im Sektor Fleischverarbeitung. Ja, natürlich. Wir haben das jetzt gerade aktuell in Deutschland. Und das ist ja jetzt gerade wieder. Und es hat sich sehr viel geändert. Also es ist eine andere Erziehungsform auch ins Land gezogen. Also wir kätern zum Beispiel eine Montessori-Schule, wo die Kinder wirklich schon im Volksschulalter mit vegetarischer Ernährung zum Berührung kommen, das gut finden. Und finden es gut. Wir haben vom Catering-Sektor her hat sich enorm geändert, also es hat sich wirklich gedreht. Mhm. Es wird vegan und vegetarisch extrem nachgefragt. Das ist dann, ich habe vegane, vegetarische Hochzeiten. Wirklich? Ja, also die, wo ich dann oft so 80 bis 100 Leute dann habe, von der Oma bis zur Braut und so. Also da hat sich viel getan. Mhm. Schön. Was hat euch damals bewogen, ein vegetarisches Restaurant zu öffnen, vor 20 Jahren? Nicht üblich? Nein, es war nicht üblich, aber ich hab mich eigentlich immer schon vegetarisch ernährt. Mhm. Und mein Mann und ich wollten was gemeinsam aufbauen und haben gesagt, was machen wir? Wir waren bei den anderen Berufen erfolgreich, wir waren viel im Ausland und hin und her haben wir gesagt, okay, wie machen wir das, dass wir das auch mit der Familie irgendwie organisieren können, wir haben 3 Kinder. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein vegetarisches Restaurant und wir haben uns beschäftigt mit der Materie. Mhm. Du musst dir natürlich sehr viel einlesen und auch ich musste sehr viel lernen noch, weil man natürlich ja auch immer wieder neue Produkte kriegt. Und so haben wir dann angefangen und haben das Restaurant eröffnet und und hat funktioniert. Wir haben viel zu tun. Ja, und heute habe ich gesehen, ausgebucht. Ja, also Gott sei Dank. Wir sind um 2 am Nachmittag gekommen, alles Gott voll. Dank. Du hast gesagt, haben am Abend ausgebucht. Ja. Toll, es funktioniert. Ja, die Leute legen Wert auf Regionalität. Also wir haben nur österreichische Weine. Das Bewusstsein ist sehr gestiegen. Das ist gestiegen. Ja, auch nach diesen 2 Monaten jetzt vom Shutdown. Und das merkt man, also die Leute schauen noch mehr auf Regionalität. Aber ich kenne natürlich meine Bauern, ich kenne meine Lieferanten. Ja. Ich weiß, also du weißt genau, woher diese Tomaten jetzt kommen. Genau, das, wir haben da so bei mir. Von wem zum Beispiel? Also weißt du ungefähr? Ja, das ist jetzt von den Wiener Gärtnern. Das ist von Hirschstetten draußen, haben wir jetzt die Tomaten da, die Paradeiser. Mhm. Dann habe ich auch schon diese Mini-Paprika, die sind süß. Wir haben extra so kleine gemacht und gesagt, die schauen so süß aus. Mhm. Ja, die kann ich so aus dem ganzen Glas reingeben. Ja, die werden wir gleich als nächstes einlegen. Genau so. Ich kann ja, wenn du magst, ich kann das zum Beispiel runterschneiden, das Eckerl, wenn man möchte, wenn einen das stört, dann könntest du es entweder durchschneiden. Ja, ich würde sie vielleicht. Ich lasse es betteln oder halbieren. So, oder so. Und du kannst ja zum Beispiel, wenn du sagst, das gib mir weg, kannst du das so im Ganzen auch reinlegen. Ja, schön. Das ist ja Spielerei, was du weißt, wie du es magst. Und dann bitte legen wir das doch gleich ein. Dann machen wir das schon. Eine Geschenkebox, ein Geschenkeglas. Es ist nachhaltig, Das Geschenkeglas. Eine sehr, sehr gute Idee. Ja, es hält gut. Und es ist was Persönliches. Ja, es haben ja viele jetzt während dieser Lockdown-Phase begonnen, Gemüse anzubauen, am Balkon ein bisschen was anzupflanzen, Kräuter anzupflanzen, vielleicht auch Paprika, Tomaten zu ziehen. Und wie du eingangs gesagt hast, was macht man dann jetzt mit dem ganzen Gemüse? Essen ist natürlich zum Teil, wäre eine Möglichkeit. Aber das in den Winter hinein zu retten, ist natürlich die bessere Möglichkeit. Ja, vor allem du kannst es aufs Regal hinstellen dann oder in einen dunklen Platz und dann hält es natürlich auch wochenlang. Du kannst es dann immer essen. Genau. Oder eben auch die Mini-Gurken. Das schaut ja entzückend aus. Also ich würde mich freuen, wenn ich sowas bekomme. Kannst du dann, wenn du einen Deckel oben hast, kannst du ja so mit einem Stoff und einem Bandel irgendwas netzen. Ja, natürlich. Also da ist ja dann, ist ja dann wirklich Tür und genau. Jetzt muss ich dich fragen, wie ist denn das mit dem Frischegrad des Gemüses? Das muss nicht knackfrisch sein, wenn man es einlegt. Aber es darf natürlich auch jetzt nicht schon an der Kippe
zum Weggeben sein? Was ist denn so der ideale Zustand? Welcher reife Zustand? Ja, also mir ist am liebsten natürlich Biogemüse. Wichtig ist, das Gemüse vorher abwaschen, das wäre auch ganz nett. Mhm. Und wenn es weich ist, schon, okay, zum Beispiel auch bei den Paradeisern, wenn die Schüssel weich sind, dann kann man das ohne weiteres nehmen. Außer wenn halt natürlich so braune Stellen sind, die schneide ich dann weg. Ja. Aber du kannst auch ohne weiteres Gemüse nehmen, das eben da schon ein bisschen eingetätscht ist. Das heißt, das Gemüse ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht schlecht, es ist einfach nur... Das schaut halt immer so gut aus. Ja, also das ist ja das Tolle an der vegetarischen Küche oder am Gemüse per se. Es kann maximal irgendwo eingetätscht sein, aber es kann irgendwo einmal ein Schimmel sein, dann wird es entsorgt. Aber es ist nicht gesundheitsschädlich dann dadurch. Ah, wir haben gerade eine Meldung bekommen, der Stream wackelt ein bisschen. Bitte unser lieber Stefan, straight on. Dankeschön. Ja, das heißt, wir schreiten zum nächsten Glas. Was ist das? Das sind auch Paprika, oder? Das sind Kürbisse. Das sind Mini-Paprika. Das ist ein Spezialkürbisse. Das ist zwar jetzt noch nicht wirklich die Saison, aber eben, wenn man sagt, im Juli, im August möchte man dann schon Kürbis verarbeiten. Das sind Mini-Partisan, Mini-Kürbisse. Die sind, ich zeige euch den mal, weil das vielleicht nicht schaut so. Schaut fast aus, wie wenn das nicht echt wäre. Ja. Das sieht toll aus. Die kann man auch, wenn man sagt, man möchte sowas einmal machen, die kann man irgendwo beim Gemüsehändler vorbestellen oder wenn man sagt, man geht am Naschmarkt einmal einkaufen oder irgendwo, dann kann man das auch vorbestellen, ein, zwei Tage vorher. Weil die sind jetzt nicht jeden Tag, aber ich wollte auch einmal zeigen, also weil normalerweise kriegt man ja nur die großen, also da habe ich jetzt schon einen Hokkaido, also der wird jetzt dann, die Saison fängt an, so Mitte, Ende Juli und das bietet sich natürlich super an und das ist so der kleine Bruder praktisch. Ja, ich bin dafür, dass wir den kleinen Bruder einlegen. Ja. Der schaut irgendwie so nett aus. Ja. Ja. Also den kann man auch, den muss man jetzt nicht vorkochen. Den kannst du auch so wie es ist einlegen, den kann man auch im Ganzen einlegen oder du kannst dann auch so Stückchen machen oder Vierecke, also wie du es machst, ist es gut. Dann schneid dann ein bisschen den Strunk weg. Bei den Kürbissen sollte man einmal was mit Kürbis machen, wenn der Kürbis, manchmal hat er so Art Warzen, dann sagen die Leute, ah, der hat was, der ist schlecht. Das ist nicht wahr, das sind einfach nur Narben. Wenn der Kürbis wächst, dann fällt. Und er liegt zum Beispiel bei einem Stein auf und dann verletzt sich das Schale und das verhornt sich das so und schaut aus wie so kleine Warzen. Man sagt, oh mein Gott, der Kürbis ist kaputt. Das ist nicht. Einfach nur wegschneiden und das war's. Das ist kein Merkmal, dass der Kürbis schlecht ist. Also das Gemüse, Margit, weil du zuerst erwähnt hast von den Wiener Gärtnern, auf unserem Gemüsekistel steht aber Landesgärtnerverband. Ja. Das ist sozusagen der regionale, Überbegriff. Genau. Ja? Genau. Ja. Führt sich immer auf. Ja. Und den können wir jetzt auch einlegen. Ja. Da kann man jetzt. Hat der einen speziellen Namen? Partison. Partison. Gibt es auch in Gelb. Dann habe ich da eine grün, den können wir auch. Kann man auch mischen, ne? Die haben auch so süße Härchen drauf. Ich finde die ja total witzig. Den stelle ich mir recht hart vor. Den kannst du auch roh essen, wenn du magst. Den kannst du runterschneiden wie so ein kleines Carpaccio. Den kannst du roh essen. Also der ist nicht giftig, gar nichts, sondern den kannst du durchs Einlegen wird das Produkt auch weich. Wird es weich, ja. Genau, durch diese Flüssigkeit wird es weich. So, dann geben wir auch ein bisschen für die Schärfe. Ja, ein bisschen was Rotes dazu. Genau. Eine Chilischote. So. Ja. Und dann gehen wir wieder unsere Flüssigkeit drauf. Genau. Also wir haben jetzt, wenn man das zusammenfasst, hier was drinnen. Diesen Kürbis, der nochmal wie heißt? Partison. Partison-Kürbis in Gelb und in Grün. Dann haben wir eine Chilischote drinnen, rosa Pfeffer haben wir drinnen und natürlich den Essigsud. Ja, genau. Ja, genau. Fertig. Fertig. So, und jetzt müssten wir doch dann. Dann gehen wir dann später die Deckel drauf. Genau. Und dann stellen wir es irgendwo in die Ecke und lassen das stehen, den ganzen Spaß. Wie lange? So eine Woche mal mindestens, ja. Dann kannst du schon mal die erste Partie nehmen, aber du kannst es natürlich wochenlang stehen lassen und dann nimmst du dir sukzessive. Muss nicht gekühlt werden. Nein, das muss nicht gekühlt werden, weil durch diesen Deckel habe ich dann auch den Druck drinnen.
Ja. Und das muss dann nicht gekühlt werden. Das heißt, es gut wäre natürlich an einem, also so habe ich das von der Oma noch in Erinnerung, an einem kühlen Ort. Ja, genau. Also wenn man einen Keller hat, ja, oder kein Licht, also kein Licht, Speisekammer. Genau, hat natürlich niemand mehr, der hat eine Speisekammer. Aber irgendwo, wo das wirklich ruhig steht, in einem Regal, genau, wo keiner hinkommt. Was eigentlich schade ist, das schaut ja sehr hübsch aus. Das ist ja auch dekorativ, wenn man das so aufsteht. Warum soll kein Licht dazu kommen? Dass das eben der Vorgang nicht unterbrochen wird, ja, und dass das eben quasi weiter fermentiert oder eben arbeitet. Okay. Und dass es also je dünkler und kühler und ruhiger der Ort, desto besser. Dass die Sonne halt das nicht aufheizt. Also genau. Ja, und dann steht das da 2, 3, 4, 5 Wochen. Ja, steht da oben und dann, ja, wenn du es nehmen willst oder wenn du willst es jetzt nehmen, dann nimmst du es und öffnest es und genießt es. Carina fragt, kann man es auch im Kühlschrank aufbewahren? Wenn es offen ist, ja. Wenn es offen ist, ja. Wenn es geschlossen ist, dann geht es ins Gemüsefach unten rein. Aha. Da unten, also nicht unbedingt oben, sondern eher unten, wo nicht so große Kälte ist, also eher ein Gemüsefach. Ja, man geht das. Und jetzt natürlich die Fragen aller Fragen, wie lange kann man das aufheben? Du, ich meine, wir haben schon... Es ist ja nicht ein Jahr. Rotwein, nein, dass es immer besser wird. Also wir hatten das schon ein Jahr, aber ich meine, wir haben jetzt diesbezüglich, weil bei uns, wir brauchen das ja so schnell, aber du kannst es im Prinzip, kannst du schon fast ein Jahr aufheben. Das Wichtige ist, weil dadurch, also, dass da nichts dazu kommt, und ich da nicht irgendwo Eckerl habe, wo ich sage, jetzt kommt irgendwie Luft rein, dann, weil wir, sobald Luft reinkommt, dann setzt sich der Gärungsprozess in Gange, dann ist es gelaufen, du musst es verbrauchen. Genau. Ja. Aber wie ist jetzt der Trick, damit wirklich keine Luft reinkommt? Ich glaube, das müssen wir genau erklären. Also wie gesagt, eben mit den Klammern und zuerst, also ich wische immer mit Alkohol drüber. Ich zuerst einmal mit Küchenrolle und Alkohol. Küchenrolle. Ja. So, dann kommt dann der magische Ring. Der Gummiring. Den gehen wir auch drauf. Ja. Der sollte dann bitte auch irgendwie desinfiziert sein. Mhm. Ja, und wie gesagt, da bietet sich halt ein bisschen irgendein Schnaps oder irgendwas an. Es gibt eh so spezielle Einkochschnaps. Genau, dann der Deckel, dann die Klammern und dann. Genau, und dann kommt der Deckel. Oder man hat einen Schraubverschluss. So, und ich erkenne aber natürlich nicht vorher, ob sich da was tut, ob das vielleicht. Nein, das siehst du, das siehst du erst dann, wenn sich da zum Beispiel so ein kleines Flankerl, so ein kleines Schild anfängt, dann ist es gelaufen. Dann ist es gelaufen, dann gleich. Ja. Dann kannst du es auch nicht mehr nehmen, weil manche sagen dann, oh, dann gebe ich das raus, ist ja nur so ein kleines Flankerl. Das ist gelaufen, weil eben das meiste, was das ist, das heißt, das kleine Flankerl streut. Das streut und das siehst du aber nicht. Ja. Also dann wirklich bitte wegschmeißen. Das ist dann nicht mehr gesund, nicht mehr essen. Nicht mehr essen. Ja, auch wenn nur ein kleines Punkt da drin. Aber wie ist das mit den Vitaminen? Also bleiben die erhalten? Oder? Die bleiben erhalten, weil erstens lege ich das so ein und durch diesen Haltbarkeitsprozess bleibt alles drinnen, sowohl im Gemüse als auch in diesem Sud. Auch den Sud bitte dann nicht wegschmeißen, dann kann man ruhig so als, wie als Dressing nehmen und so drüber geben. Salate. Ja, den brauchst du, weil der nimmt dann das auch den Geschmack rein. Und da gibt es einfach dann ein bisschen Olivenöl drüber. Und das ist dann ein herrliches Pressing eigentlich. Ja, super. Zwiebel kann man auch einlegen. Zwiebel kannst du auch einlegen. Zwiebel kannst du einlegen. Und vielleicht legen wir die nicht an den Füßen dabei, ne? Ah, nein, da wo der Kamera vielleicht nicht so gut. Ja, das geht. Das bei der roten Zwiebel muss man nicht rein. Nein, also da brauchst du nicht. Oder hast du einen Zwiebel? Nein, wir haben auch keinen Trick. Wir schneiden einfach schnell. Ich habe mal gehört, man soll ein Stück Brot kauen. Ja. Und das setzt dann die Duftstoffe ausgefecht. Ja, genau. Diese Duftstoffe ausgefecht. Schaut, solange man nur beim Zwiebelschneiden weint. Das soll schlimmeres sein, oder? Absolut, aber wir schneiden auch den schon mal rein. Der rote ist eh erstens einmal viel milder. Ja. Man kann auch so ein bisschen abschälen. Dann geht man den mal rein. Wie hast du denn die Corona-Zeit kochmäßig überstanden? Habt ihr viel gekocht zu Hause? Das Lokal war ja zu. Ja, wir hatten 2 Monate zu. Und man glaubt natürlich immer, so tolle Köche und Restaurantbetreiber, die ihr seid, Gastronomen, dass da wird dann zu Hause aufgekocht, dass sich die Balken biegen, aber... Naja, wir haben schon gekocht, weil ich habe doch 3 Kinder und die müssen verpflegt werden. Und wir hatten natürlich Muße zu kochen, wo du sagst, okay, du kochst einmal Mittag und Abend, das habe ich sonst nicht. Ja, wer macht das also, schon? Und vor allem, dass wir als Familie zusammen sind. Also für das, muss ich sagen, war, und das haben uns auch viele Gäste und andere Leute bestätigt,
Es war insofern gut, weil du als Familie wieder mehr zusammengerückt bist, weil du auf dich selber zurückgeworfen wurdest. Und was weiß ich, natürlich haben wir dann auch irgendwann einmal angefangen, Kartenspielen oder irgendwas, für das ist ja sonst nie Zeit. Ja. Und das war aber auch, was viele Leute auch gesagt haben, also als persönlich war das gut. Ich meine jetzt natürlich das ganze Drumherum wirtschaftlich und das ist ein Desaster, klar. Aber das haben schon viele bemerkt, diese persönliche Regeneration, sich aus diesem Hamsterrad herauszunehmen, eben wirklich einmal Tomaten zu züchten oder aufs Land zu fahren. Also das war schon per se ganz gut. Und also ihr habt auch gekocht und wir haben gekocht und wir haben natürlich auch gegessen, wobei wir ja heute sehr kalorienarm sind. Wir sind total kalorienarm. Es hat null Kalorien. Das muss man auch betonen. Ich glaube, die vegetarische Küche ist überhaupt natürlich im Großen und Ganzen wahrscheinlich kalorienarmer als, ich sage jetzt mal, die gesunde Mischkost. Im Großen und Ganzen ich meine natürlich, wenn du die ganze Zeit jetzt, ich weiß nicht, Risotto isst oder so oder Nockerln oder so, natürlich ist das ein bisschen kontraproduktiv. Aber du bist halt natürlich durch die vegetarische Küche viel mehr saisonal und regional. Das heißt, du ernährst dich dann viel bewusster auch im Laufe der Jahreszeiten. Und was wir merken die letzten Jahre, ist, es nimmt sehr viel zu, diese ganzen Unverträglichkeiten. Also der Körper sagt irgendwann Stopp. Und dann werden auf einmal Leute von heiterem Himmel, von heute auf einmal laktoseintolerant, glutenintolerant und können das nicht essen und das nicht essen. Also das merkt man irgendwie so quasi, der Körper, irgendwann ist es genug für den Körper. Nicht mehr. Und das kann man dann ganz gut ausgleichen. Das kannst du gut ausgleichen, indem du dich vielleicht ein bisschen basischer mal ernährst, wirklich einmal ein bisschen schaust, auch sich einmal hinsetzen beim Essen, weil viele essen ja auch immer so zwischendurch und alle drei Stunden was. Ja. Und da kannst du schon viel machen, weil auch der Zuckerspiegel dann unten bleibt, wenn du sehr viel auch mit Gemüse und Salaten isst. Du hast dann nicht, du hast einen anderen Sättigungseffekt. Also wenn du jetzt jede zwei Stunden eine Topfengulatsche dir reinschmeißt. Das ist halt, nach zwei Stunden suchst du wieder irgendwas. Genau. Und wenn du zum Beispiel jetzt irgendwas isst mit Hirse, dann ist der Zuckerspiegel lang unten, du bist lange satt. Also dann haben die Leute oft erst am Nachmittag an Hunger. Oder wir werden dann ein Gericht machen mit Quinoa, der ist auch so sättigend und hält auch den Insulinspiegel ganz unten. Das ist dann natürlich angenehm und auch für Leute, die ein bisschen aufpassen müssen oder wollen. Sommer steht vor der Tür, Bikini-Saison. Ist schon ganz gut. Es gibt auch große Bikinis. Ja, eh, ist eh wurscht. Tücher. Aber im Grunde ist das natürlich schon so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich von Gemüse nicht, also von Gemüse alleine nicht satt werde. Ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige. Nein, du hast vollkommen recht. Gemüse hat eine relativ kurze Verweildauer im Körper. Das heißt, du brauchst irgendeine Sättigungsbeilage dabei. Zum Beispiel eben, ich lege immer gerne ans Herz Hirse oder Quinoa, den wir dann da später brauchen. Zum Kochen. Also der ist dann darf das Gericht. Ja. Oder zum Beispiel Kartoffeln, irgendwas jetzt nicht unbedingt Pommes, aber halt Kartoffeln. Kartoffeln ist ja gut auch. Kartoffeln ja, eh. Also der kocht basisch, tut dem Körper gut. Also das, eben ein Reis dazu. Oder ein bisschen Couscous dazu, weil du brauchst irgendwas, weil also wenn du jetzt auch nur den ganzen Tag Salat isst, hast du auch noch zwei Stunden Hunger, weil das einfach eine kurze Verweildauer hat im Körper. Genau. Also von dem her. Was legen wir noch ein? Legen wir noch was ein? Ja, ich hätte mir noch gedacht, die Gurken, die wir da hatten. Gurke ist gut, ja. Die Gurken, weil Gurken. Das ist, kannst du nur dazu machen. So. Als Frage habe ich da, wenn ich das Glas das erste Mal öffne, muss ich es gleich verbrauchen oder wiederverwenden? Also kann ich es dann sozusagen etappenweise rausessen oder muss ich gleich alles essen? Nein, du kannst es etappenweise essen, weil dann nimmst du es ja im Kühlschrank oder du lässt es ein, zwei Tage stehen, so schnell geht das nicht. Ja. Und dann ist es eh weg. Also aber man soll es dann schon verwerten. Man soll es dann schon verwerten, ja. Genau. Und die Gläser kannst du wiederverwenden, die kochst du einfach dann wieder aus. Und fertig. So, Gurke, auch ein sehr kalorienarmes Gemüse, enthält viel Wasser. Ein ideales Sommergemüse, sagt man. Ja. Auch die Gurke wird gewürzt. Ja, ein bisschen gehört schon rein. Chili. Vor allem Chili ist ja auch, das heizt ein bisschen einen Körper. Genau. Fein. Ja, eine Frage, wir haben es zuerst schon gesagt, aber wir sagen es wieder, welches Gemüse ist geeignet,
Welches Gemüse ist besonders geeignet? Ich glaube, du hast gesagt, eingangs eigentlich jedes. Eigentlich jedes. Ja. Du kannst auch Fenchel einlegen, wenn du magst. Mhm. So, vielleicht fragen wir andersrum, gibt es ein Gemüse, das gar nicht geeignet ist? Vielleicht einfacher. Ups. Jetzt hat das Licht aus. Jetzt nicht mehr. Okay. Nein, vom Gemüse. Also wir legen Pilze ein. Also ich habe zum Beispiel Eierschwammerl, die man einlegen kann. Was vielleicht wäre, also was man nicht einlegen kann, ist zum Beispiel Salat, also so Vogelsalat oder so, sowas ja. geht nicht genau. Aber du kannst auch selbst Limetten kannst einlegen, hab ich Zitrone, gesehen, ja. wir haben zum Beispiel Salzzitronen. Salzzitronen, das ist toll. Und so von ja. dem her, also du kannst da eigentlich schon viel machen. Ja, also das heißt, alles, was im Garten wächst oder was man beim regionalen Händler oder beim Bauern bekommt, das oder was du vielleicht jetzt nicht so einrechsen kannst, ist zum Beispiel so feine Kräuter wie Basilikum. Also gut zum Einlegen ist alles an Kräutern mit einem harten Stängel wie Rosmarin, Thymian, Lorbeer. Das ist auch, sind auch diese Gewürze, die ich beim Braten mitschmoren kann. Also zum Beispiel eine Frage habe ich gerade auch ganz interessant, kann man Obst einlegen? Ja, glaub schon. Ja, freilich. Ja, genau. Also was ist, du kannst Marillen einlegen, Äpfel, Birnen, Kiwi. Aber nicht in Essig. Nicht in Essig. Ja. Da habe ich dann das andere Mittel sozusagen. Da nehme ich dann Wasser, koche das mit Apfelsaft auf. Genau, oder das Orangensaft. Ist dann eine Marmeladeneinlegung. Genau. Gibt dann ein bisschen, vielleicht einen Schuss Zitrone dazu, ein bisschen Zucker dazu. Ich kann dann noch dazugeben, wenn ich es möchte, ein bisschen Alkohol, wenn ich will, ein bisschen Rum zum Beispiel. Aber ansonsten, wenn ich sage, ich mache alkoholfrei das Ganze, einfach Wasser, Orangensaft oder Apfelsaft und das Ganze ein bisschen zuckern, wenn man mag, und sonst halt nur Zucker. Also noch eine interessante Frage, kann man ein Einmachglas ohne Gummiring verwenden? Ja, geht auch. Mhm. Es gibt so Einrechsgläser ohne Gummiring, die mit Deckel. Da gibt es dann einen Trick, damit es haltbar wird. Und zwar nehme ich da so einen Kochtopf, also damit ich das quasi fertig mache. Der wäre dann leer. Wir haben das immer so gemacht, oder dann lege ich in diesen leeren Kochtopf entweder getrocknetes Heu rein, also was weiß ich, wenn man aus der Tierhandlung kann man so Heu, lege ich das auf den Boden rein und stelle die Gläser mit dem Deckel rein und gebe unten ganz ein bisschen Wasser rein und dann Deckel drauf und lasse das ein bisschen so am Herd ziehen. Und durch diese Hitze schließt sich dann der Deckel und das Heu oder das, also dieses Katzenheu, wie das immer das heißt, das verhindert, dass mir unten die Gläser platzen. Und das ist quasi, weil so stehen die Gläser nicht direkt am Boden, sondern am Boden natürlich. Und ich habe das so quasi als Schicht. Aber muss ich ehrlich sagen, der Gummiring ist die einfachere Alternative. Also das ist halt die Notalternative, wenn gerade kein Gummiring zur Hand ist, aber ist vielleicht auch gerade kein Katzenstroh zur Hand. Aber das sind so die Tricks, oder mit denen wir oft gearbeitet haben oder arbeiten, wenn irgendwas gerade nicht da ist. Und ansonsten mit dem Schraubverschluss, eben kann man das auch so machen. Genau. Ja, sehr gut. Fein, jetzt haben wir vier verschiedene Dinge schon eingelegt. Paprika. Tomaten, Gurke und Kürbis. Hätten wir noch ein fünftes? Wir haben jede Menge gemacht. So, da gehen noch die. Radieschen kann man auch einlegen. Ja, Radieschen kann man auch super einlegen. Ja. So. Ah, da ist uns jetzt was runtergefallen, aber ich glaube, es geht auch alles okay. So, von den Radieschen schneide ich halt auch einfach das weg. Ich kann sie dann für die Optik ein bisschen einritzen, weil dann geht das auch mit der Zeit ein bisschen auf. Ja, und dann kann man das eben. Ah, schön, ja. Man könnte dann natürlich auch so Radieschenröschen machen und das schön ausstechen vor dem nächsten Schatter. Beim nächsten Schatter. Da schneiden wir dann Röschen. Genau. Aber da kann man richtig kreativ sein beim Einlegen. Kreativ sein. Also wie schaut es schön aus? Wir können Thymian jetzt mit so ein bisschen was Grünes dazu. Ja. So, dann gebe ich das jetzt Zucchini dazu. Zucchini ist ja immer super dankbar zum Einlegen. Und das kannst du halt schneiden, wie du willst. Du kannst natürlich mit so einem tollen Gemüseschäler kannst das natürlich auch einlegen. Dann hast du so ein Muster drinnen. Also wie du es magst. So, also diese Lösung ist jetzt eh schon ein bisschen ausgekühlt auch. Sowieso ein Muster, und dann haben wir ein Naturmuster. Dann haben wir
schon wieder was gemacht. Also von dem her arbeitet man sich dann durch. Genau. Welche Gläser sind zu empfehlen? Die Rexgläser eigentlich. Die Rexgläser. Also weil die wirklich eben dickwandig sind. Also Es heißt ja auch ein Rexen. Manchmal heißt es auch ein Rexen. Ja. Oder bei vielen heißt es auch ein Rexen. Genau. Landläufig. Das Rexglas. Es gibt natürlich dann auch große, wir haben jetzt so kleinere genommen, aber es gibt ja natürlich die großen, damit es sich auch auszahlt. Also so wie meins, das ist halt schon ein großes. Das ist ein Riesenrex. Das ist ein Riesen. Also mit solchen Gläsern arbeiten wir normal größer. Gibt noch größere. Also wir arbeiten normal mit solchen Größen bei uns im Lokal, weil mit denen komme ich nicht weit. Nein, da habe ich keine Chance. Ja, genau. Aber das ist halt natürlich, wenn du sagst, das Goodie. Als Gilwe ist es natürlich super nett. Super schön. Ja, wir haben nur mehr 10 Minuten und würde ich sagen, wir gehen ans Kochen. Ja, dann zeigen wir mal, was wir so gemacht haben. Also das schaut jetzt mal super schön aus. Das sind deine eingelegten tollen Gemüsesorten. Aber ich habe mir das alles sehr genau gemerkt und werde das ganz bestimmt auch probieren. Also wir haben richtig Lust bekommen. Es ist schön, es geht wirklich schnell. Also du brauchst wirklich nur das Abwaschen und das war's dann und du brauchst nicht wirklich. Genau, ich glaube ja immer, das Einlegen ist zu mühsam. Nicht? Unsere Großmütter und meine Mütter vielleicht hatten Zeit, das zu machen. Wir haben alle keine Zeit mehr. Wir hektern durch die Gegend und da ist das irgendwie verloren gegangen. Aber das zeigt, es ist eigentlich überhaupt keine Arbeit. Es geht ruckzuck. Wir haben jetzt in 40 Minuten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Gemüsesorten eingelegt und viel, viel geplaudert. Ja, also das heißt, da schafft man so dreifache Menge eigentlich normalerweise. Also ich hätte mir jetzt gedacht, für den Sommer ein bisschen was Leichtes, eben mit unserem eingelegten Gemüse. Mhm. Ich habe hier Quinoa. Ja. Quinoa ist botanisch gesehen eine Grasart. Schaut zwar aus wie ein bisschen Reis, das ist jetzt weißer und brauner Quinoa gemischt, also schwarzer Quinoa. Der wird vorher gewaschen, unbedingt waschen in dem Fall, weil der schummeln sich manchmal kleine Steinchen rein. Der wächst auch mittlerweile bei uns, also ich kriege den aus dem Burgenland. Ja. Früher ist er immer südländischer Quinoa, das ist mir auch neu zum Beispiel. Ja. Von den Temperaturen lässt er super anstrengend, das ist interessant, toll. Und es gibt weißen Quinoa, schwarzen Quinoa, wir haben den dazu gemischt. Dann wird er gespült, dann wird er ungefähr 20 bis 30 Minuten, je nach Länge, einfach gekocht im Wasser. Und dann wird er einfach abgesehen und wird weiterverwendet. Und den habe ich jetzt da, weil ich finde, das ist ein nettes Gericht, das man machen kann. Ich nehme da mal ein bisschen ein Werkzeug drauf. Also schaut jetzt sehr einladend aus. Und ist auch ganz simpel. Also was ich, du legst halt dann den Quinoa. Philipp Walter fragt, wo die Kürbisse her sind. Aus dem Weinviertel? Wieso? Ja, also wir haben Walter aufs Weinviertel. Weil dort natürlich auch sehr viele Kürbisse wachsen. Aha, also richtig gut erkannt. Also sozusagen mit einem Blick erkannt, dass das Weinviertel Kürbisse toll. Es gibt natürlich auch die steirischen Kürbisse. So, das beeindruckt mich wirklich. Also die gibt es natürlich auch, weil die Steiermark ist bekannt für Kürbiskerne, Kürbiskerne. Aber das sind wirklich Weinviertler. Ja. Wir hatten auch früher mal ein Kürbisfeld im Weinviertel, im Falkenstein, unter der Ruine von Falkenstein. Jetzt brate ich da noch eine Scheibe Ziegenkäse an. Ziegenkäse angebraten. Unser Rezept des Tages. Wir haben so viel Kürbis gehabt, wir hatten da einen weißen Kürbis und weil der jetzt nicht mehr gewuchert und wir hatten den schon im Herbst dann im Schanigarten bei unserem Restaurant, haben wir dann diese ganzen Kürbistonnen hingelegt für die Leute zum Freinehmen, weil wir nicht mehr wussten, wohin damit. Also das war sehr speziell. So, dann kann man da ein bisschen drauf geben, ein bisschen Vorsalat, wenn man mag. Das heißt, das ist ein wirklich leckeres und auch sättigendes Gericht, das du jetzt machst, aber auch relativ kalorienarm. Das ist erstens sehr kalorienarm durch den Quinoa. Da nehme ich jetzt ein bisschen einen kräftigeren Essig dazu. Okay. Also zuerst ein bisschen. Ja. Das muss man aufmachen. Also das ist jetzt der Apfelessen-Barrique, von dem du zuerst gesprochen hast. Der ist ein bisschen würziger. Der ist ein bisschen würziger, das vertragt sich gut mit dem Vogelsalat und mit dem Quinoa. So. Ein bisschen drauf. Und wir tun halt jetzt so, als ob wir die Kürbisse, also ob wir das Gemüse jetzt 2 Wochen quasi gelagert haben. Also wir tun das jetzt abkürzen jetzt, also das Publikum möge uns verzeihen. Also dieses Gemüse ist jetzt 2 Wochen in einem sauren, kühlen Ort gestanden.
und kommt jetzt direkt aufs Gericht. Genau, und dann gebe ich das einfach raus, wird es aufs Gericht geben. Und das hat natürlich, wenn es dann auch ein paar Wochen gestanden ist, das hat dann mit dem Saft diese würzige Note. Also ich gebe auch mit dem Saft dann drüber, dann kann man noch diese Chilischote so als Deko drauf geben, wenn man mag. Ja, entzückend. Also so habe ich das dann gleich mariniert. Das ist wirklich entzückend. Ich werde das dann sofort sieben Käse, der dauert noch ein bisschen. Fotografieren. Ich nehme mal die durch noch. Und dann kommt dieser leicht angebratene Ziegenkäse drauf. Dann kann ich da noch ein bisschen so ein bisschen Meersalz. Meersalz. Einfach so als Deko. Kannst das draufgeben oder eben unsere Chilischote oben drauf. Und das ist jetzt zum Beispiel ein wunderbares Gericht, das du essen kannst, wo du einen hohen Sättigungswert hast. Ja. Du kannst es, wenn du es vegan haben möchtest, lass den Ziegenkäse weg. Da könnte man zum Beispiel gebratenen Räuchertofu dazugeben. Das wäre eben auch, und das ist ganz, ganz schnell gemacht. Und gibt auch von der Optik her einiges. Könntest du uns noch einmal zusammenfassen, was alles im Einlegesud ist? Ja. Es schalten sich ja viele erst später dazu, damit wir das nur noch einmal bitte wiederholen. Also in diesem Sud habe ich jetzt gegeben, wenn ich sage, so Haushaltsmenge, Viertel Liter Essig, eher diesen hellen. Also ich habe jetzt den Magnum Ankopf mit Zitrone und Limette genommen, also soll ein milder Essig sein, ein hellerer. Den dunklen Essig nehme ich eher nur zum Marinieren. Ja, außer ich mache vielleicht Rotweinzwiebel, dann kannst du den nehmen. Dann habe ich Meersalz genommen zur Prise, braucht nicht zu viel sein. Und dann Wasser, also wir haben jetzt ein Viertel Liter Essig. Es war zwei Teile Wasser, ein Teil Essig. So merkt man das. Dann das Wasser, dann habe ich reingegeben, ein bisschen für den Geschmack, ein Lorbeerblatt. Und das Ganze wird jetzt hier aufgekocht und was ich noch ein bisschen dazu gebe, ist ein bisschen brauner Zucker, den ich da jetzt irgendwo versteckt habe. Da steht da. Das ist ein Rohrzucker, also kein normaler weißer Kristallzucker. Kein Haushaltszucker, sondern Rohrzucker. Weil der einfach besser schmeckt. Also ein Musterzucker sein. Ja, weil das mit dem Essig, Zucker, Wasser gemischt, das ist quasi dieser Effekt, dieser Haltbarkeitseffekt. Das unterstützt das Ganze. Das hat irgendjemand einmal entdeckt. Und dann wurde das dann über viele, viele Generationen so gemacht. In grauen Vorzeiten funktioniert. Es funktioniert, ja. Immer noch. Immer noch, ja. Und auch weiter. Und du bist energetisch autark dadurch, weil du kannst es dann stehen lassen. Genau. Das ist übrigens ein schönes Stichwort, weil du zuerst immer die Energie auch erwähnt hast. Das ist auch ein Energiebooster natürlich für den Körper. Ja. Also Gemüse ist in vielerlei Hinsicht gut. Und wenn das Gemüse dann auch noch verfeinert ist mit so tollen Zutaten, dann gibt das auch Energie. Ja, du kannst sehr viel machen mit Gemüse, zum Beispiel eben, ich nehme auch ein Hausmittel her, Ingwer. Also Ingwer, finde ich, ist auch eine Sensationsknolle. Wir essen überall Ingwer, also wir schneiden Ingwer drüber über den Salat, ich presse die Ingwerknolle aus, gibst du mit ein bisschen Zitronensaft in der Wasser und trinkst es. Ich habe nie Fieberblasen, ich habe nie eine Verkühlung. Das ist immer super. Also das ist Immunbooster. Das ist wirklich, also Ingwer legen wir auch immer sehr ans Herz. Ich arbeite auch gern mit Ingwer in der Küche. Also auch Ingwer kann man einlegen? Ingwer kannst du auch einlegen, ja. Da würdest du einfach dann diese bisschen kaputten Ecken noch wegschneiden. Manchmal ist ein bisschen so eingetrocknet am Rand. Die Scheiben schneiden, auch mit derselben Lösung. Und den würde ich aber eher weniger würzen, sondern wirklich nur als Ingwer einlegen. Okay. Und du kannst ihn schälen, musst ihn aber nicht schälen. Da brutzelt noch ein Käse. Und dann haben wir hier ein tolles Gericht. Das ist dann nochmal Quinoa. Das ist jetzt der gekochte Quinoa aus dem Burgenland. Genau. Ja. Dann habe ich ein bisschen Vogelsalat draufgegeben für die Farbe. Es harmoniert auch gut, der Vogelsalat. Weil er ein bisschen Geschmack hat, dann kräftiger, das harmoniert gut mit dem Quinoa. Dann unsere seit zwei Wochen eingelegten Paradeiser. Du kannst es aber auch mit was anderem machen. Du kannst auch ein bisschen Zwiebel dazugeben, wenn du es kräftiger haben möchtest. Oder eben, was haben wir denn da? Unsere kleinen Paprika. Ich kann noch eine Paprika dazu schimmeln. Die schaut vielleicht auch ganz nett aus. Ja, genau. Dann haben wir auch ein schönes Abschlussbild. Genau, die haben wir jetzt auch sozusagen seit zwei Wochen eingelegt. Ja, sehr gut, da können wir vielleicht sogar noch ein Radieschen dazu. Oder? Radieschen kannst du jetzt auch dazu, klar. Dann würde ich noch ein Radieschen dazu nehmen. Radieschen, dann haben wir das auch dabei. Dann haben wir dieses Gemüse auch dazu gegeben. Genau. Nein, ich glaube, das ist das ist gelungen. Also wir müssen uns jetzt noch ausmachen, wer das dann essen kann.
Und Topfenknödel habe ich auch noch. Super, das wird dann ein bisschen schwerer. Ja. Also das genau. Ist dann ein Abschluss. Also genau. Schön, ist der Fokus. Sehr schön. Ja. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften, dass wir hier wieder vieles gelernt haben. Ja. Danke, Margit. Ich wünsche dir einen schönen Abend heute, guten Geschäftsgang und wir sehen uns demnächst, ich glaube sogar morgen wieder, auf Look Live. Ciao. Baba. Baba.